Hallo, in diesem Video werden wir gemeinsam die Frage erörtern, warum bei manchen Statistiken oben in der Titelleiste steht keine steuerrelevante Auswertung. Dieses Video betrifft mehrere Statistiken, überall wo halt oben in der Titelleiste steht keine steuerrelevante Auswertung. So, und das möchte ich mit Ihnen nun gemeinsam erörtern anhand eines Beispiels, das ich schon vorbereitet habe. Und zwar, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe in der Kasse mehrere Verkäufe getätigt. Ich habe einen Barverkauf getätigt in Höhe von 89,95 €. Ich habe einen EC-Verkauf gemacht in Höhe von 12 Euro. Und ich habe eine Rechnung erstellt, die ich in bar bezahlt habe. Na, der Kunde hat gesagt, ja, das bezahle ich in bar, obwohl es ursprünglich eine Rechnungsstellung war. Generell und von unserem Gesetzgeber her ist es ja so, dass ein herausgegebenes Dokument seine steuerrechtliche Relevanz hat und auch unveränderbar sein muss, wenn es abgeschlossen ist. Dieser Grundsatz, muss man schon sagen, den beinhaltet oder berücksichtigt natürlich Wabi Profi 3. In unserem Beispiel haben wir nun eine Rechnung, wie gerade erwähnt, habe ich eine Rechnung erstellt und diese Rechnung können wir zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt natürlich aufrufen. Auch sehen wir die dementsprechenden Bezahlungsarten, wenn diese Rechnung denn bezahlt wurde. Okay, jetzt kommen wir zu den Statistiken. Das heißt, wir gehen jetzt in die Monatsübersicht rein und in die Jahresübersicht ist ja egal, wo wir jetzt hineingehen. Und wir haben hier auf der rechten Seite die Möglichkeit, Umsätze oder getätigte Grundumsätze uns anzeigen zu lassen. Im Klartext: Wenn wir hier Bar anklicken und aufs Auge klicken, haben wir alle Barverkäufe. Wenn wir hier natürlich EC anklicken, haben wir alle EC-Verkäufe. Wenn wir Bar und EC anklicken, haben wir eine Aufaddierung von Bar und EC. Und wenn wir Rechnung anklicken, haben wir eine Aufaddierung von unseren dementsprechenden gewünschten Umsatzarten. So, Punkt 1. Deswegen ist das Ding schon mal nicht steuerrelevant, weil Sie ja hier auswählen können, was Sie sehen wollen. Im Klartext, Sie können sagen, ich will Rechnungen sehen, ich will EC-Verkäufe sehen oder ich will nur alle Barverkäufe sehen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, ja, was ist denn Rechnung, wenn eine Rechnung bar bezahlt wurde? Weil wie in unserem Beispiel jetzt eher der Fall ist. Das heißt, wir haben eine Rechnung erstellt in Höhe von 85 Euro und nun ist der Kunde ja gekommen und hat gesagt, das habe ich aber in bar bezahlt, was ich Ihnen ja gerade bei den Bonkopien gezeigt habe. So, und wenn wir jetzt das Ganze hier anklicken, Bar, und sagen, zeig mir mal das an, dann zeigt uns aber Wabi Profi 3 nur den einen Barverkauf an, der tatsächlich von der Erstellungsart in Bar war. Und das ist eben der Knackpunkt. Hier werden die Umsätze nach Grunderstellungsart angezeigt. Das heißt, ein getätigter Rechnungsumsatz bleibt immer bei Rechnungen stehen, auch wenn er in Bar bezahlt wurde oder teilweise in Bar und teilweise in EC bezahlt wurde und teilweise dazu vielleicht noch aufs Konto, also auf das Konto bezahlt wurde. Also, das heißt, die 85 Euro Rechnungsstellungswert bleiben immer bei der Rechnungsstellung stehen. Auch werden eventuell, wenn es sich um eine Rechnung handelt, wohlgemerkt, eventuell angebotene Skontis nicht berücksichtigt. Das bedeutet, wenn Sie sagen, der Kunde, du hast 100 Euro Rechnung, kannst aber dir 3% Skonto abziehen, wenn du es in einem bestimmten Zeitrahmen natürlich bezahlst. So, Wabi sagt, okay, das ist in dem Fall egal, weil diese Auswertung die Grunderstellungsarten nach Datum eben anzeigt. Und jetzt kommt das, was ich gerade vorhin gesagt habe, Betriebswirtschaft, BWL. Denn es gibt ja verschiedene Kostenrechnungsarten. Diese Kostenrechnungsarten, Einnahmeüberschussrechnung, also sprich 4.3 Rechnung und Bilanzierung, werden an dieser Stelle nur bei den Ausgaben berücksichtigt. Denn bei den Bezahlungen, das heißt, wenn Sie hier tatsächlich eine steuerrelevante Auswertung haben wollen, die aufgrund Ihrer Kostenrechnungsart basiert, müssen Sie oder können Sie das natürlich ganz, ganz bequem tun, indem Sie in Wabi Profi 3 den Monatsbericht aufrufen, der Ihre Kostenrechnungsart berücksichtigt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Es geht jetzt einfach um diese Statistiken, bei denen oben steht, keine steuerrelevante Auswertung. Okay, also wir wissen, Umsätze sind immer Grunderstellungsart, also bar, bar, Rechnung, Rechnung und so weiter. Diese Umsätze bleiben immer dort in der Grundkategorie stehen. Das bedeutet, eine Rechnung, die bezahlt in bar bezahlt wurde, wandert nicht nach bar, sondern bleibt immer bei Rechnung drin stehen.
Auch wird bei Rechnungserstellung und eventuell gewährtem Skonto das Konto hier bei der Darstellung oder bei der Ausgabe der Werten nicht berücksichtigt, weil Wabi Profi 3 ja nicht die Bezahlung berücksichtigt, sondern die Grundforderung. Okay, das, was ich Ihnen jetzt hier erklärt habe oder versucht habe zu erklären, können Sie jederzeit nachlesen, indem Sie auf den Button Info klicken. Da steht es halt in kurzer Form. Ich bitte es zu verzeihen oder mit Nachsicht hier mir entgegenzutreten, wenn ich hier ein bisschen ausgeholt habe. Aber das ist schon ein wichtiges Thema, das Sie auf jeden Fall wissen sollten. Um das Ganze jetzt abschließend auch nochmal plausibel zu machen, habe ich eine Rechnung eingegeben. Hier, Eingangsrechnung und Ausgaben. Und die ist bezahlt. Das heißt, ich habe hier eine Rechnung mit einem Belegdatum vom 19.03. eingegeben. Habe aber gesagt, okay, diese Rechnung wurde bezahlt am 19.04. So, das heißt, wir haben zwei differierende Datums, also das heißt das Erstellungsdatum und das Bezahlungsdatum. Wenn Sie bilanzierungspflichtig sind, ist es einfach so, und das möchte ich an dieser Stelle vielleicht nochmal hervorheben, können die Monats-Jahresübersicht oder manche Auswertungen können dann, wenn Sie diese Combo-Box hier haben, Kostenrechnungsart für Ausgaben, hier unten den Wert aufgrund Ihrer Kostenrechnungsart berücksichtigen. Das bedeutet, bei einer 4.3 Rechnung Einnahmeüberschuss kommt der Rechnungswert dann zum Tragen, wenn er bezahlt wurde. Klicke ich auf das Auge, wir haben hier 100 Euro drin stehen. Warum? Die Rechnung, die wir gerade gesehen haben, ist zwar vom März 2014, wurde aber im April 2014 bezahlt. Somit ist bei einer 4.3, also sprich Einnahmeüberschussrechnung, diese 100 Euro kommt dann steuerlich zum Tragen, wenn sie bezahlt wurde, also sprich im April. Wenn wir hingegen sagen, sie sind bilanzierungspflichtig und klicken nun auf das Auge, haben wir hier bei den Ausgaben nichts drin stehen, weil diese Rechnung in Höhe von 100 Euro bei einer Bilanzierung steuerlich dann zum Tragen kommt, wann die Rechnung erstellt wurde. Das heißt im März. Und das schauen wir uns im März an. Das heißt, ich wähle jetzt hier mal den März, also 3 2014 aus. Und wenn ich klicke hier drauf, dann haben wir hier tatsächlich bei den Ausgaben 100 Euro drin stehen, weil die Rechnung ja auch vom März war. Bei einer Bilanzierung zählt eben das Erstellungsdatum. Sage ich im März, ich bin einnahmeüberschussrechnungspflichtig, klicke dann auf das Auge, um den Select, also die Abfrage neu auszuführen, den SQL Select, dann steht hier bei Ausgaben nichts drin. So, ich hoffe, ich habe Ihnen nun die grundsätzlichen Informationen bei einer Statistik, bei denen oben steht, keine steuerrelevante Auswertungen verdeutschen können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Video.